Ja, moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Prison Architect. Wir drücken auf Play und let's go. So, ich habe mir nochmal wegen dem Problem schlau gemacht. Mal gucken, ob er das hier schafft. Die Dame schafft das. Na gut, jetzt spätestens. Hier gibt es auch nochmal Stress. Auch die schaffen das. Alles klar. Genau, ich habe mir mal bezüglich des Problems schlau gemacht hier, dass ich kein Geld bekomme. Man soll anscheinend die Rezeption nochmal, also das könnte helfen, Rezeption einmal hier wegmachen und nochmal neu machen. Mal schauen. So, wie gesagt, gerade kein Geld. Haben wir zwei Patrouillen einmal am Laufen. Ach so, ist schon geregelt, alles klar. Nice, nice. Ja, wir brauchen unbedingt etwas für die psychisch Instabilen. Aber da, wir sollten uns demnächst mal darum kümmern, oder jetzt tatsächlich. Ich würde am liebsten nochmal hier unten, was wollten wir hier unten reinbauen? Guck mal, habe ich schon wieder jetzt vergessen. Was wollten wir hier unten reinsetzen? Kann ich tatsächlich gerade gar nicht sagen. Aber vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Einen Hof wollten wir hier bauen, einen Gemeinschaftsraum. Genau. Alter, ist jetzt mal gut hier. Und ich würde sagen, den Trakt für die psychisch Kranken werde ich, glaube ich, hier oben hinsetzen. Hier so. Oder wir könnten das hier nochmal machen als Extra-Trakt. Also, dass wir das nochmal komplett einzäunen hier und dann da die psychisch Kranken reintun. Genau, ich weiß nicht, ob die genesen werden können. Ich glaube aber schon. Und dass sie dann wieder in den ganz normalen Vollzug können. Genau. Oh, hier ist ein Bildchen. Aha. So. Aber ich glaube, diese Umfassungsmauern, wenn ich mich recht entsinne, kosten ja recht viel Money. Weil die hätte ich dann tatsächlich gern schon mal platziert gehabt. Aber man sieht, das ist nicht gerade billig. Mauer mit Flaschen. Ach so, eine recycelte Wand. Ja, was auch sonst? So. Ja, so viel mehr können wir gar nicht machen. Wie gesagt, uns fehlt jetzt wieder natürlich das Geld, um hier großartig aktiv zu werden. Da würde ich einfach sagen, warten wir bis auf die nächste Einlieferung und dann schauen wir mal, ob das wieder klappt. So, irgendwas ist jetzt hier passiert, dass wir Geld bekommen haben. Ich glaube, wir haben eine Aufgabe abgeschlossen und die nächste Lieferung kommt in einer halben Stunde. Währenddessen werden wir mal kurz schon mal hier die Wasserversorgung mal endlich legen. Weil die ganzen Toiletten können wir momentan alle noch nicht abspülen. Das ist etwas ungeil. So. Ja, wie gesagt, ein bisschen Money haben wir jetzt, um ein bisschen was machen zu können. Ja, ich hätte hier schon gern direkt eine Umfassungsmauer, aber ich glaube, ich muss mit Zäunen gehen. Vielleicht mit doppelten Zäunen dann erstmal. Und folgendes. Genau, hier wollte ich später die Umfassungsmauer auch hinmachen, hier so. Aber wobei, ja, vielleicht ändern wir das auch noch. Keine Ahnung. Ist ja auch alles nur vorläufig. So. Wie machen wir dicht? Also. Okay. Ich nehme mal hier kurz den Boden. So, die kommen in 3 Minuten. Bevor wir jetzt weiterbauen, schauen wir jetzt kurz, ob wir Geld bekommen. Wäre schon schön, wenn das jetzt klappen würde. Na komm schon. Ja. Ach komm schon, Spiel. Ey, was soll das denn? Gut, wir machen es jetzt nochmal, während die da sind. Mal gucken, ob das jetzt was bringt, wenn wir hier den hier sagen. So. Vielleicht den Lieferungsraum nochmal neu machen.
Oh, das hat funktioniert. Sehr schön. Und wir sind jetzt doch direkt mit dem nächsten Auto. Hier ist keiner mehr drin. Wo ich mich dann frage, warum das Auto jetzt gerade nicht weiter fährt. Du, Kollege, kannst fahren. Achso, vorchecken. Aber es funktioniert wieder, sehr schön. Ein Todesfall. Ach, Leute. Ich nehme an, er hat schon die höchste Sicherheitsstufe, ja. Bitte was? Ich muss mich aber entschuldigen, sorry. So, super, na toll. Eine bewaffnete Wache ist gestorben. Die Wachen lassen wir jetzt erstmal so. Freut mich, dass das so wieder funktioniert. So, hier ist wieder irgendwo Stress. Schon wieder jemand tot, sag mal, willst du mich verarschen? Ich kotz ab, wirklich. Haben wir, ja, danke. Ja, ist halt der jetzt tot. Ist nicht mein Problem. So, die Küche ist am Machen und Tun. Ah, Arrest gilt dann anscheinend nicht für die Neuankömmlinge, nehme ich an. Wir brauchen unbedingt, bevor wir jetzt irgendwas weitermachen, unbedingt neue Zellen. So, klonen. Es geht wieder los. Machen wir den, ne? So. Ja, 40 Arbeiter dürfen hoffentlich reichen. Wo denn noch, Alter? Es kann doch nicht wahr sein, dass wir andauernd. Irgendwann, weißt du, wenn das Spiel noch etwas realistischer wäre, dann würden wir gar nicht auch gar kein Personal mehr hier haben. Die würden ja alle gar nicht mehr arbeiten wollen. Ja, guck mal hier, schön erstmal an toten Polizisten hier. Die ganzen Besucher vorbeischleifen, das ist doch schön. Oh Mann, ey. Apropos, können wir eigentlich hier noch was machen? Wachtürme. So. Ausbildung. Zack, zack. Erforschen wir mal ein bisschen was. So, da oben werden jetzt hier neue Zellen gebaut und dann bauen wir jetzt hier unten was für psychisch Kranke weiter. Ja. Genau, Böden. Ich weiß nicht, was ich reinbauen wollte. Das stört mich gerade richtig hart. Das ärgert mich. So. Okay. Machen wir halt erstmal so, keine Ahnung. Das heißt, die Patrouillen können wir dann einmal kurz auflösen. Und bauen einfach mal hier neue hin. So, hier ist wieder jemand gestorben. Ja, ein Häftling ist vollkommen in Ordnung. Das kann mal passieren, ne? Ich glaube, wir stellen mal 10 mehr Arbeiter ein. Und ich baue jetzt mal einen neuen Personalraum, weil der wird, glaube ich, langsam zu klein, wie das auch so aussieht, ne? Wie groß ist er? 10 mal 6. Den setzen wir dann nochmal hier so hin. 10 mal 6. Ah, das 10 mal. Ja. Na gut, die müssen ja nicht gleich groß sein, wa? Machen wir. Wo wir machen hier die Toilette rein.
Räume. Machen wir mal jetzt so. So. Was wollte ich hier reinbauen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die haben auch noch keinen Respekt vor uns, wa? Meine Güte. Werkstatt, bla bla bla. Forstbetrieb. Boah, ich weiß es nicht. Wollen wir die Waffenkammer erweitern, glaube ich, ne? Vielleicht wollen wir auch die Waffenkammer erweitern. Da ich das nicht mehr so genau weiß, werden wir einfach die Waffenkammer jetzt erweitern, kurzfristig. Ist wie es ist. So. Wäsch damit. Na, hier wird jetzt, ist schon der Zaun fast zu Ende gebaut. Dann können wir auch hier drin jetzt. Na gut, wir können auch nochmal. Ich weiß auch noch nicht, ob der Eingang dahin kommt, aber das ist jetzt erstmal nur provisorisch. So, ein doppelter Zaun. Fühle ich mich sicherer mit. Muss ja am Anfang nicht viel sein, so, ne? Ich sehe jetzt, wir haben jetzt auch noch nicht so viele, das heißt, das passt erstmal. Vielleicht machen wir auch später hier raus eine Schutzhaft. Das könnten wir auch noch machen, so. Aber halt dann später. Okay. Hier drin sind die fast fertig. Sehr gut. Alles klar, dann machen wir daraus eine ganze Waffenkammer jetzt halt. Da habe ich eine andere Tür hingetan. Boah, das triggert mich schon gerade ein bisschen, ne? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bewährung, Wäscherei. Bruder. Und wir machen folgendes. Den hier und dann machen wir da jetzt dann einen neuen Personalraum. Vielleicht sollte das auch ein Personalraum werden. Ich weiß es aber auch nicht mehr, ey. Oh. So. Das Geld geht langsam flöten. Das ist nicht so schön. Wir können mal bei den Zuschüssen schauen. Können wir da noch was machen? Billardtisch. Ja, dafür brauchen die ihren Scheiß. Gemeinschaftsraum, ne? Kurzfristige Investition. Ach, die langfristige Investition haben wir bekommen. Ah. Ach so. Unterrichtsraum, ja, bla bla. Hochsicherheitsstruktur, Panzerwesten. Oh, jetzt weiß ich's. Wir wollten einen Lehrraum daraus machen. Genau, damit die da Taser bekommen. Jetzt weiß ich's. Ja. Ups. Gut. Zuschüsse nochmal schauen. Ja, gut. Flüge für psychisch Kranke werden wir jetzt theoretisch dabei. Die Regierung ist bereit, unsere Finanzierung zu erhöhen, um die Unterbringung und Betreuung psychischer Insassen zu sichern. Ach, das sind Zuschauer. Ja, gut. Wir machen aber erstmal hier die Mauer fertig. Hat er das irgendwie abgebrochen da drin? Nee. Aber nicht genügend Arbeiter, ne? So, ich sag mal so folgendes. Ihr könnt morgen wieder raus. Aber wie lange geht Arbeit und Freizeit noch? Weißt du was? Nee, die arbeiten da ja. Die frisch Angekommenen, die dürfen ja hier rumlaufen. Ja, wir lassen es doch erstmal so. Pech gehabt. So. Na komm, bau hin. Dann können wir mal die Waffenkammer hier dann um einen Platz erweitern. Was heißt, hier könnten wir nochmal Spinde hinsetzen. Das ist dann ja gar nicht so verkehrt. Kostet ja auch nur 200, das passt. So, machen wir so. Und hier ist ein Unterrichtsraum. Genau. Wie viel Strom habe ich noch? Dafür hätte ich genug Strom, aber einen ganzen Zellentrakt noch zu sichern, das könnte knifflig werden. Ich glaube, dafür brauche ich auch nochmal ein extra Elektrizitätswerk, weil von da oben einmal hier runterlaufen lassen ist auch bescheuert. Das heißt, ich brauche ein neues. Machen wir folgendes. Wir reißen das erstmal wieder ab. Und ich baue hier gleich dann so ein Elektrizitätswerk hin. Eine Heuballenmauer. Ja, ganz bestimmt, Junge.
Machen wir das dann so. Dann können wir theoretisch. Das war 7x7. Lieber nochmal schauen. Jo. So. So. Theoretisch. Machen wir einfach mal. Wände, Türen, zack, zack. Alles klar. So, es wird wieder dunkel. Hier setzen wir mal eine Sprinkleranlage rein wieder. So. Räume Unterrichtsraum. Ah, die sind noch nicht freigeschaltet, deswegen haben wir sie nicht gesehen. Sie benötigen Ausbildung. In 4 Stunden, alles klar. Was kriegen wir denn? Hier gibt es wieder irgendwo Stress. Ich höre den Stress auch, aber ich sehe ihn nicht. Gibt's denn hier Ärger? Ich sehe das gerade nicht. Ach da. Ja, keine Schnitte. So. Okay. Strom ist vorhanden. Wie gesagt, die Ausbildung müssen wir jetzt noch erforschen. Hier haben wir dann gleich eine Toilette. Da haben wir, was haben wir da? Ich glaube, Keramikfliesen haben wir da genommen. Ah, nee, die schicken Fliesen. Entschuldigung. So. Dann planen wir mal wieder. Dann wird es eine unterschiedliche Größe. Ah, ärgerlich, ne? Machen wir das. So. Oder machen wir das so? Keine Ahnung. Benutzen wir auch natürlich auch gefliesste Wände, oder? Na, für eine Toilette passt das. Alter, immer dieses Weggedrifte hier. Was soll das? Licht müsste da. Ne, Licht haben wir da noch nicht. Machen wir so. Zack. Sehr schön. Danke. Wie sieht's denn hier? Ich nehme auf, der Aufstand ist hier drin. Oder nehme ich eher an. Ein Polizist ist da drin. Ich sag mal so, die ist verloren. Wir machen Folgendes. Wir verriegeln da die Scheiße, damit wir ein bisschen Zeit haben. Da sind einige drin. Und ich könnte wieder ordentlich Polizisten verlieren. Da habe ich nicht gerade so Bock drauf. So. So, hier haben wir. Ganz einfach. Ich hoffe mal, die ist auch nur bewusstlos. Alles easy noch. Gut, gut, gut. Wird auch gerade durchgeschnüffelt, wie sich das gehört. So. Können ja wieder gehen. So, Toilette wird langsam. Da könnten wir theoretisch kommen. Wenn schon, denn schon. Wir könnten natürlich das auch wie überall machen, ne?
Wir haben da oben ja auch nur eine lang Material verkaufen. Nee, so. Zack. Mach mal schnell da, bitte. So, wie sieht es mit der Ausbildung aus? Ist genehmigt, sehr schön. So, machen wir einen Unterrichtsraum hin. Die können wir übrigens nochmal ein paar Räume für Personal eintragen lassen. So. Oh, das haben die hier oben jetzt komisch geregelt, ne?